Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Programmieren lernen. Heute gehen wir tatsächlich in die Vollen und zwar wollen wir uns heute mit der Nebenläufigkeit von Threads beschäftigen. Die Nebenläufigkeit ist, wie soll ich sagen, ein bisschen ungünstig und man mag sie eigentlich nicht so sehr, aber es lässt sich halt leider nicht vermeiden. Es ist einfach so ein notwendiges Übel, mit dem man heutzutage einfach leben muss, wenn man geschwindigkeitsbedingte Anwendungen erstellen möchte. Wir haben immer das Problem, wir müssen jetzt irgendwas Sinnvolles mit unserem Thread machen. Das ist jetzt in unserem Fall das hier. Aber wir wollen natürlich jetzt irgendwie auch nicht nur einen neuen Thread erstellen, sondern wir wollen auch sinnvollerweise noch einen zweiten Thread erstellen. Sonst hätten wir das Ganze jetzt hier auch einfach in unserem Hauptthread laufen lassen können. Denn der ist ja jetzt hier fertig. Ob wir jetzt dann den einen Thread hier durchlaufen lassen oder ob wir einen neuen erstellen und der andere wird hier beendet, ist eigentlich relativ egal. Und normalerweise möchte man ja möglichst viele Threads laufen lassen, damit man möglichst viel Rechenpower abkriegt und möglichst den kompletten Rechner auch auslastet. Und das ist jetzt natürlich ein Problem, denn wenn wir jetzt hier noch einen neuen Thread erstellen, naja, wie definiere ich mir dann, was der tun soll? Sagen wir einfach mal, ich habe einen T2, der hier auch noch Run benutzt, genau denselben Thread hier, ja gut, dann werden halt die ganzen Zahlen nochmal ausgegeben. Und jetzt muss man sich überlegen, okay, wie mache ich das sinnvoll? Und das ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Das ist von Algorithmus zu Algorithmus oder von Programm zu Programm unterschiedlich. Manchmal kann man irgendwie eine Berechnung in einen eigenen Thread auslagern und also es sind viele Berechnungen, dann die Ergebnisse irgendwie wieder zusammenführen oder sowas. Darum kümmern wir uns nächstes Mal. Heute geht es jetzt um diese sogenannte Nebenläufigkeit. Und zwar, wenn ich zwei Threads erstelle, also sagen wir einfach mal so, wie ich es jetzt hier gemacht habe, ich habe zweimal genau über dieselbe Klasse hier, das darf ich ja durchaus machen, einen neuen Thread erstellt und habe den laufen lassen. So, das Problem, was ich jetzt habe, ist, die beiden laufen wirklich gleichzeitig auf meinem Rechner. Also nicht immer gleichzeitig, sondern es kommt auch ein bisschen drauf an, wer hat jetzt gerade die Oberhand sozusagen und wer darf jetzt tatsächlich gerade was tun. Das entscheide nicht ich, das entscheidet mehr oder weniger für mich zufällig das Betriebssystem. Also es ist nicht wirklich zufällig, man könnte es rausfinden, aber als Programmierer einer Sprache könnt ihr das nicht rausfinden. Das heißt, es ist wirklich eigentlich für euch nicht sicher, welcher Thread jetzt als erstes kommt und wie lange er dran ist. Das heißt, was hier passiert ist, ich mache das jetzt mal hier von 1 bis 10 nur, damit ich es irgendwie schön ausgeben kann. Und wir nehmen hier an, dass wir immer eine ganze Zeile ausgeben. Das heißt, jeder der beiden Threads möchte eine komplette Zeile ausgeben. So, es ist nicht 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Beziehungsweise ich habe kleiner gemacht, ne? Also nur bis 9. Und ich habe bei 0 angefangen. Ja, habe ich natürlich wie immer. Okay, also nicht 0 bis 9 einfach ausgegeben. Und dann kommt der nächste Thread und sagt 0, 1, 2, 3, 4. Nein, so ist es eben nicht. Sondern es ist einfach, ich starte den Thread hier oben, okay, dann gibt er von mir aus 0,1 aus und dann läuft aber mein Hauptthread, der ja hier immer noch weiterläuft, während dieses T.run hier läuft, läuft mein Hauptthread hierher und erstellt den neuen Thread und lässt den laufen. Und wenn der läuft, dann gibt er auch vielleicht 0,1 aus oder er gibt zum Beispiel auch 0,1, also der hier, der erste Thread, gibt 0,1 aus, dann gibt der T2 0 aus, dann gibt der erste Thread hier, also der hier, der T-Thread, wieder eine 2 aus, dann eine 3 und dann kommt der andere wieder und sagt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hat der zweite Thread ihn eigentlich schon überholt, aber dann holt der erste wieder auf. Und da spricht man von Nebenläufigkeit bzw. auch Run oder Race Condition, je nachdem, wo ihr lest. 5, 6, 7, 8, 9 und dann kommt der andere wieder und wo waren wir? Bei 6, 7, 8, 9 zum Beispiel. Und da seht ihr, es ist einfach ein komplettes Durcheinander. Man kann nicht sicher sein. Es kann durchaus auch sein, dass euer erster Thread hier komplett durchläuft. Aber es kann auch sein, dass der nur 0 ausgibt und dann läuft der zweite Thread komplett von 0 bis 9 durch. Das kann alles vorkommen. Also es kann wirklich hier alles passieren. Im schlimmsten Fall kann es sogar sein, dass ihr irgendwie 0, 0, dann 1, dann 1, 2 und dann wieder eine 2 oder sowas bekommt, weil diese neue Zeile gar nicht fertig ausgegeben wurde, sondern eben nur zum Teil ausgegeben wurde. Sprich, die 0, also die Zahl wurde ausgegeben, die neue Zeile wurde nicht ausgegeben, dann kam schon der zweite Thread dran und hat gesagt, okay, ich gebe jetzt die 0 aus und dann erst hat der erste Thread gesagt, jetzt kann ich neue Zeile ausgeben. Und hat eine 1 noch ausgegeben und so weiter und so fort. Also es ist wirklich absolut
naja, nicht, eigentlich nicht zufällig, aber für uns sieht es zumindest so aus. Man hat keine Garantie, was als erstes kommt. Und das macht das Leben natürlich sehr, sehr schwer. Dann, deswegen sollte man auch in Threads eigentlich nie in Print benutzen. Aber ich wollte euch in dem Video einfach nur mal auf die Schwierigkeiten aufmerksam machen. Wir werden uns dann in den kommenden Videos noch damit beschäftigen, wie wir die irgendwie miteinander synchronisieren können, dass wir eben doch solche Dinger machen können. Gut, das war's von meiner Seite jetzt und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.